Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 4. Schleichen uns hier nochmal schnell durch. Hey. Ah, Captain Wes. Ist ja wahrscheinlich nicht die Wes aus Witcher, sonst hätte die wahrscheinlich eine etwas, keine Ahnung, höhere Stimme. Dann schauen wir mal hier rein. Hallo. Ah ne, erst noch hier das, ja, das Schloss halt knacken, wenn es irgendwann funktioniert. Was? Wieso geht denn das jetzt nicht mehr? Da war was. Da geht's nicht weiter, also nach unten. Das war zu viel nach unten. Was ist denn das für ein Schloss gewesen? Ah ja. Etwas härteres Schloss, wie mir scheint. So. Dann hätten wir hier mal für Ruhe gesorgt. Hat jemand ein paar Freunde dabei, die mir scheint. GNN, ach, die haben hier eine Fernsehsendung produziert. So, du bist mal gerade ruhig, du Radio. Safe. Wahrscheinlich hat sie einen Schlüssel. Wo kommst du denn auf einmal her? So, der kritische Zyklon. Ich glaube, den hätten wir sonst nicht weggekriegt. Mit dem normalen. Jetzt kommt hier der Rest vom Schützenfest. Komm schon, Arschloch. Ja, genau, baller du einfach mal da durch. Zack. Oh, ein Sergeant sogar. Hat dann doch etwas mehr gefressen, als ich dachte. Wo denn? Wo ist der Kontakt? Ich wollte mich aber eigentlich hier drin noch mal umschauen. Wollen hier Captain West mal plündern. Da hat es den zerlegt. Hm. Ja, wie erwartet hat er auch seinen Schlüssel dann dabei. Vielleicht kommen die anderen ja auch mal runter. So, Muni, Kronkorken, oder Extract Waste, Death Boy, Holoband. Hm, die ist gar nicht so schlecht. Aber ist halt nichts, ist halt keine spezielle Waffe, deswegen lasse ich das mal. Mit der doppelläufigen hier. Hätten wir das hier soweit, dann ab nach oben. Wenn ich das doch da oben auf Anhieb finde. Und bisher sieht es eigentlich gar nicht schlecht aus. Gut, hier wäre der Synth. Es sind aber, glaube ich, noch irgendwelche Leute hier, die ich... Na, können wir ja später ausschalten. Hi. Da bist du ja. Nimm das hier. Sie sind von der Railroad, nicht wahr? Vielen, vielen Dank. Bitte. Dann können wir noch Bericht erstatten. Er marschiert jetzt einfach mal raus, schätze ich. Wie gesagt, noch waren ja Gegner da, aber wir werden sehen.
Ups, ja, ich glaube, da ist gerade eine Mine gelaufen. Hi. Das war einer der Gegner. So, was haben wir jetzt hier Schönes stehen im Terminal? Datenbank, Netzwerk offline, Safe-Steuerung können wir gerade mal aufmachen. Dann hätten wir das soweit. Wo ist denn der Safe? Ist der da unten irgendwo im Boden? Ich sehe hier erstmal nichts. Vielleicht in einem anderen Raum. Na ja, mal schauen, ob wir noch irgendwo einen Safe finden. Noch über uns. Ach, ich glaube, stimmt, das dürfte aber der eine sein, aber der wird ja hier nicht angezeigt, wenn der noch draußen im Commonwealth ist. Zumindest gehe ich davon mal aus. Ist hier unten vielleicht noch ein Safe? Klemmbrett. Wohl nicht so. Ich glaube, hier ist es relativ ruhig jetzt geworden, den wir da mal aufgeräumt haben. Hi. Bis auf den halt. Das dürften jetzt alle gewesen sein. Puh. Ein GNN-Abschlussterminal. Nee, Angestellten-Terminal. Oh, ich hasse meinen Job. Gucken. Ich glaube, da hat jemand nicht so viel Spaß an der Arbeit. Hier noch Schönes? Okay. Ich glaube, wir können jetzt einfach nochmal durchrennen. Das Ding ist durch. Da hätten wir noch eins. Was haben wir da noch Schönes? Mittagessen. Ist das? Nee, ist leider nicht mehr drin. Ich habe mich jetzt eigentlich so auf das alte Mittagessen gefreut, aber war dann wohl leider nichts. Gut, da können wir dann wieder raus. Dann will ich hier nochmal kurz die Terminals hacken, die noch da über sind. Ach, da haben wir noch Muni. Und einen Kühler. Schön. Schön. So, wo waren die Terminals? Wo waren die Terminals? Wo ist das Terminal? War noch da hinten irgendwo, oder? Ach ja, stimmt, warte mal, da draußen war ja eins. Genau. Vielleicht hätten wir da dann die Dings aufstellen können. Was haben wir denn? Gun, Mate, Bone. Na, das. Ein Treffer. Gut. Roll hat keinen Treffer. Das fällt dann schon mal raus. Das fällt raus. Das könnte es noch sein. Nein. Das fällt raus. Das könnte es sein. Geschafft. Ja. Na gut, Protektoren, bla, passt schon. Okay. Dann fällt das schon mal flach oder war halt jetzt nicht so interessant. Hier war doch noch ein Terminal, oder? War das hier irgendwo?
bei dem Ding? Ich find's nicht mehr. Schade. Lauf, lauf, lauf. Nö. Na gut, dann gehen wir erstmal zu Carrington. Sagen dem Bescheid und dann gucken wir nochmal unten vorbei. Unsere Frau Mechanist vielleicht erfreut ist, dass wir den Roboter ausgeschaltet haben. Mal schauen. So, ab ins Railroad HQ. Haben wir noch ein paar Ladebildschirme hier drin. Ach, wo sind denn hier Feinde? Ach stimmt, da oben ist ja noch einer. So, geht's jetzt vielleicht? Hey, endlich. Na? Hey, der sucht nach dir. Okay. Ja, wie gesagt, dann geht's hier wohl auch noch weiter. Hallo, Sohn. Was passiert mit Leuten, wenn sie sterben? Kann mich Mama sehen? Bestimmt. Ich habe gelernt, dich nicht zu unterschätzen. Lecker. Und der Nächste sind gerettet. Ich spare es mir, dich mit noch mehr Lob zu überschütten. Du bist all die Superlative mittlerweile sicher leid. Wie schön. Was haben wir da jetzt alles gekriegt? So. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. David Des. Hast du noch was? Organisation Stählerne Bruderschaft. Aus den Gleichungen der Voraussagen für das Commonwealth entfernt. Begleiterscheinung. Die Überbleibsel besagter Organisation sind nun eine hochgradig unvorhersehbare Teilmenge menschlicher Akteure. Warnung. Aufgrund dieser Änderung an der prädiktiven Matrix droht den Einsätzen der Railroad ein unbekanntes Risiko. Lösung? Entfernung der Bruderschaft-Variablen. Alles klar. Warum enden deine Matheaufgaben immer damit, dass ich in Blut bade, Pam? Verarbeitung nicht möglich. Eine Patrouille wurde gesichtet und identifiziert. Zieldaten erteilt. Ja, ich glaube, das sind jetzt auch wieder irgendwelche Sammel- oder Endbus-Quests. So, was wollte denn das noch? Jetzt, da das Institut Geschichte ist, bewerten wir unsere laufenden Einsätze neu. Und die L&L-Bande ist derzeit unsere größte Bedrohung. Glory hat mich schon seit Jahren gedrängt, mich um sie zu kümmern. Offenbar bekommt sie jetzt endlich ihren Willen. Mir fehlt Glory ebenfalls, Desdemona. Wenn sie das doch nur erleben könnte. Wir haben eine Spur zu einem der Leithunde von L&L. Lucky Tatum. Schnapp ihn dir. Okay, so ein paar Aufträge haben wir jetzt dann wohl doch noch. Man sollte Statuen von dir errichten. Ja, da wäre ich auch für. Bei Na gut. Commonwealth haben wir wirklich einen gut. Dann gehe ich jetzt aber erst noch mal zum Links zurück. Hier zum Mechanist. Oder ist die gute Dame jetzt zu uns nach Sanctuary gegangen? Ich guck mal, weil die habe ich da unten ja auch nicht mehr gesehen fürs Erste. Mal schauen. Tja, und dann können wir mal gucken, was wir sonst noch machen. Also wie gesagt, ich wäre dann, glaube ich, auch soweit, dann hier erstmal das Let's Play soweit zu pausieren, bis der nächste Story-DLC kommt. Hier ist, glaube ich, echt niemand mehr. Fleißig. Hier waren wir ja auch noch gar nicht. Ach, da ist er doch. Hallo.
Könnte sie auch umbringen. Hast du noch weitere deiner Roboter geortet, Isabel? Na? Orten, ja. Das könnte ich für dich machen. Ja, bitte. Okay. Ja, ich empfange noch ein Signal. Sollte nicht zu schwierig sein, hoffe ich. Gut, also wie gesagt, das scheint wohl auch ein endlos Dings zu sein. Wir können ja an den Dings hier dran, oder? An den, ja. Koffer. Ich hole mal gerade das Sturmgewehr raus und kann mir das ja mal noch angucken. Haben wir nicht hier noch irgendwas Schönes zum Mitnehmen? So sammelmäßig? Da eine Haklornbox, geh mal weg. Modell. Ohne Zeichnung. Schön. Ja, Bürste nicht. Aufnahme, Kronkorkenvorrat. Na, zumindest sporadisch gelebt die junge Dame. Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns mal noch kurz die Aufzeichnung an. Ja. Mhm. Mal schauen. Ah, okay. Nicht anhören, sondern durchlesen. Hat sich das hier dann schon mal gehört? Die hat es durch Zufall wohl gefunden. Und hat sich dann hier wohl erstmal zu schaffen gemacht. Nicht schlecht. Als wäre ich eine andere Person. Ja, das kann gut sein. Gut, wie gesagt, also ich werde es zumindest geplant erstmal pausieren. Mal schauen, wann der nächste DLC rauskommt. Vielleicht mache ich zwischendurch auch mal noch die anderen Missionen hier, weil die wir jetzt von der Railroad noch gekriegt haben. Mal schauen. Dann aber jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ja, ich werde dann, glaube ich, jetzt mal noch kurz nach Sanctuary reisen. Und die Sachen noch auslagern, dass wir beim nächsten Mal ein wenig, ja, wieder ein wenig fitter sind. Vielleicht können wir unsere anderen Sachen jetzt wieder mitnehmen, wieder liegen lassen haben und ja, wieder ein wenig ausgedünnter sind. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao, ciao.